Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Episode der Hallenmeisterschaften. Wir sind im Halbfinale angelangt. Hier seht ihr einmal den Turnierbaum, beide Partien. So habt ihr abgestimmt in der Infokarte in voller Länge. Und ja, ansonsten tippt in den Kommentaren gerne mit, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bleibt sportlich fair. Ich weiß, Bayern und Dortmund haben sehr viele Anhänger und das ist auch gut, aber irgendeine der beiden Mannschaften muss heute leider rausfliegen. Aber es gibt ja dann am Sonntag noch das Spiel um Platz 3 und das Finale. Naja, bleibt fair in den Kommentaren. Nochmal ein Kuss geht raus für die ganzen Abos und die Daumen nach oben. Freut mich auf jeden Fall mega. Jetzt geht's aber los mit dem Spiel Gladbach gegen Wolfsburg. Dann wollen wir mal ins Halbfinale starten. Halbfinale Nummer 1 zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg. Beide Mannschaften setzen sich erst im Elfmeterschießen durch. Und da dürfen wir doch mal gespannt sein, was die folgenden 6 Minuten mindestens erstmal für uns bringen. Es würde ja bei einem Unentschieden wieder in die Verlängerung gehen. Das kennen die beiden Mannschaften. Gladbach in den weißen Trikots von links nach rechts direkt mal mit dem Ballverlust und Wout Weghorst für Wolfsburg in den grünen Trikots. Haut mal gleich den ersten Abschluss raus. Wirklich gefährlich wird es für Sommer, aber nicht. Doch das war schon mal ein ganz interessanter Beginn hier. Borussia Mönchengladbach jetzt aber erstmal mit dem Ballbesitz, steht weit offen, hinten ist keiner zur Absicherung, alle in der Hälfte der Wolfsburger. Christoph Kramer versucht sich da im Dribbling gegen Wout Weghorst, das geht dann noch gut, weil er auf Nummer sicher geht. Die Wölfe lassen Gladbach ein bisschen kommen, Brekalo geht vorne an, dann fehlt da hinten, doch wenn so Tisserand der Ball in den Fuß gespielt wird, dann hat er keine Probleme. Nun wieder der VfL. Guiavogui, nächster Abschluss. Doch Jan Sommer kann mit sowas gut was anfangen. Hat da nur ein müdes Lächeln für übrig. Doch die Chancen bislang, Risikoball vom Schweizer, die Chancen bislang gehören den VfL Wolfsburg. Jetzt vielleicht wieder Wout Weghorst. Dauert alles etwas zu lange. Gladbach rechtzeitig hinter an den Ball gekommen. Die erste Hälfte des ersten Abschnitts ist fast schon vorbei. Jetzt vielleicht die erste Chance. Lars Stindl an den Pfosten. Lars Stindl! Das nenne ich mal eiskalt. Borussia Mönchengladbach geht in Führung. Castells verliert nach dem Pfostenschuss so ein bisschen die Orientierung. Und der erste Schuss aufs Tor vom Belgier sitzt gleich im Kasten. Beziehungsweise der Nachschuss des ersten Schusses. Das ist ärgerlich für Wolfsburg, da sie doch bislang die einzige Mannschaft mit Möglichkeiten waren. Es geht schnell in die andere Richtung. Jan Sommer packt da eine Parade mit dem Fuß aus. Jetzt geht es hier doch richtig los. Noch über eine Minute zu spielen. Der VfL Wolfsburg drückt auf den Ausgleich. Guiavogui, jetzt läuft er sich da ein bisschen fest. Gladbach wieder geordnet und vernünftig zugestellt. Brekalo verliert den Ball an Kramer, der da resolut im Zweikampf ist. Stindl raus zu Kramer. Kramer nimmt sich den Abschluss, also auch der nächste Schuss. Und Castells mal mit einem Ball, den er halten kann. Doch er wird sich ärgern über das Gegentor. Vermeidbar war das auf alle Fälle. Für ihn aber wenig dann zu machen. Nun Guiavogui, der nächste Abschluss. Die Chancen sind beim VfL da. Tisserand. Doch sie machen zu wenig draus. Zum vierten Mal so ein lascher Abschluss. Jedes Mal hat Jan Sommer den Ball ohne Probleme zwischen den Pranken. Es entsteht nicht mal ein Abpraller und so wird es dann schwer. Gladbach mit der Führung im Rücken jetzt. Sowieso in der besseren Position. Wolfsburg hat noch 20 Sekunden Zeit, vorm Seitenwechsel das hier auszugleichen. Schaffen sie es. Es sieht aktuell nicht danach aus, weil Gladbach in Ballbesitz ist. Die Wölfe sich in die eigene Hälfte zurückgezogen haben. Stindl, da sollte er jetzt vielleicht kein Risiko mehr gehen. Nein, das war's auch erstmal. Seitenwechsel also. Geht direkt weiter. Wolfsburg liegt mit 1:0 hinten, obwohl sie mehr Chancen hatten. So, und so schnell kann es dann gehen. Der zweite Durchgang beginnt Wolfsburg nun von links nach rechts mit dem Ball am Fuß. Josep Brekalo, Castells. Das Wichtige ist aber auch jetzt nicht die Nerven zu verlieren. Natürlich haben sie relativ wenig Zeit, doch auf diesem kleinen Feld ist man so schnell wieder vorm Kasten. Da reichen auch 5 bis 10 Sekunden auf diesem Niveau. Doch Borussia Mönchengladbach gibt jetzt gerade auch nicht so viel Leine. Steht da hinten tief drin.
Und solche Ballverluste können teuer werden. Lars Stindl hält das Spiel ein bisschen auf. Trotzdem kriegt er den Abschluss. Nicht schlecht. Doch ausreichend geklärt. Nun Kramer wieder mit dem Ballgewinn. Doppelpass mit Stindl. Abschluss. Jetzt hat Castells den Ball. Ohne Probleme. Giavogi geht an. Joshua Giavogi wollte da seinen Mitspieler finden, doch hat nur den Borussen den Ball in den Fuß gespielt. Nico Elvedi zu Neuhaus. Im zweiten Durchgang mehr Abschlüsse bei Gladbach, aber ihnen kann das aktuell ein bisschen Schnuppe sein, dass die nicht alle reingehen. Klar wäre so ein 2:0 ein gutes Polster und die Chancen sind jetzt immer wieder da. Aber zumindest droht mit einem Gegentreffer nicht das sofortige aus. Dann würde es ja in die Verlängerung gehen. Brekalo, schwacher Ball in die Mitte. Jan Sommer ist da. Auch die Hälfte jetzt schon wieder abgelaufen. Anderthalb Minuten noch auf der Uhr. Der VfL Wolfsburg, so langsam sollte er dann doch vielleicht nervös werden. Doch Gladbach schafft es, Entlastung zu bekommen. Giavogi, da ist Brekalo jetzt sehr frei. Sommer mit der Parade. Wechos nochmal. Kramer schmeißt sich rein. Das wäre die dicke Möglichkeit gewesen zum Ausgleich. Der VfL hatte sie. Keine Minute mehr auf der Uhr. Angespannte Blicke auch auf der Tribüne. Es könnte hier so ein Ballverlust auch tödlich werden. Josep Brekalo. Aber Neuhaus passt auf. Sommer zockt er jetzt rum mit der Hacke. Das sollte er vielleicht nicht tun. Aber die Wölfe kriegen nicht den entscheidenden Druck auf den Ball. Und dann befreit sich Borussia Mönchengladbach. Gute Aktion von Neuhaus. Stindl schließt sofort ab. Wechost hat den Ball wieder am Fuß. Die letzten 20 Sekunden. Stindl holt sich den Ball von Giavogi. Das sind ganz viele, ganz wichtige Sekunden, die hier von der Uhr gehen. Für Borussia Mönchengladbach. Noch 10. Der Stadionsprecher zählt runter. Der VfL sollte jetzt eigentlich mal realisieren, dass es nach vorne gehen muss. Wechost alleine vor Sommer. Wechost alleine vor Sommer. Allerletzte Sekunde. Wolfsburg scheidet aus, hat die dicke Möglichkeit. Aber Gladbach gewinnt mit 1:0 und zieht ins Finale ein. Das war nochmal ein erhebliches Drama gerade zum Schluss zwischen Gladbach und Wolfsburg. Doch die Gladbacher haben es geschafft. Dortmund gegen Bayern nun Halbfinale Nummer 2. Und ein Stück weit kann man davon im vorgezogenen Finale sprechen. Aber Borussia Mönchengladbach sollte auf jeden Fall im Endeffekt auch nicht unterschätzt werden. Das hier wird jetzt aber erstmal interessant. Borussia Dortmund in Schwarz-Gelb von links nach rechts. Bayern in Rot von rechts nach links. Dementsprechend die Dortmunder im Ballbesitz und die Bayern in der eigenen Hälfte zunächst verschanzt. Paco Alcácer, all die Wechselgerüchte, auch und seine Unzufriedenheit. Gerade hätte er sie mit einem Schuss aus dem Weg räumen können. Neuer aber mit der Parade. Es ist hier direkt von vornherein klar. Es geht in beide Richtungen mit ordentlich Power. Fast die erste Chance jetzt auch für den FC Bayern München. Kimmich da etwas risikoreich gegen Paco, doch setzt sich durch. Der Spanier holt sich den Ball aber wieder zurück. Einige Zauberer beim BVB auf dem Feld. Paco Alcácer mit der Hacke zurück zu Sancho. Hazard raus zu Hakimi. Der sollte den Ball jetzt nicht unbedingt verlieren. Ist er eigentlich hinten in der Verteidigung eingeteilt. Doch wagt sich nach vorne. Kann ja auch gut angreifen. Hakimi, aber auch um ihn gibt es Gerüchte. Auch zum FC Bayern München eventuell zu wechseln. Erste Chance jetzt für Bayern. Bürki hat den Ball, aber ohne Probleme. Über eine Minute schon von der Uhr, der BVB etwas mehr Ballbesitz, so würde ich das einschätzen. Das Hakimi muss vielleicht in die Mitte spielen, Davis mit der Hacke zu Neuer, das ist hier Chicago scharf gespielt. Aber es geht gerade noch einmal gut. Der FC Bayern München jetzt im Ballbesitz, die Hälfte ist schon wieder rum im ersten Abschnitt. Kimmich, auch das wieder mit Risiko, doch das verschafft ihn hier einige Freiräume, wiederum können sie diese nicht ausnutzen. Neuer jetzt als spielender Torhüter auch dabei. Solche Ballverluste sind gefährlich. Hakimi. Gut rübergelegt zu Hazard. Neuer ist schnell genug unten. Super Parade.
und Kimmich mit der nächsten Einzelaktion. Minute noch. Lewandowski vorne bislang noch ein bisschen unscheinbar, deswegen ist er da hinten und holt sich die Bälle ab. Wird nicht gut gefüttert. Lewandowski jetzt vielleicht mal. Nimmt sich mal ein Herz. Hakimi ist dazwischen. Und Paco Alcacer. Die Zeit läuft für und gegen beide. Will man es am Ende auf den Elfmeterschießen ankommen lassen? Klar, das große Risiko kann man hier noch nicht gehen. Das ist zu gefährlich. Hazard mit der nächsten Chance. Neuer wieder mit der Parade. Davis holt sich die Pille von hinten ab. Das ist auch nicht ohne Risiko gespielt. 15 Sekunden noch auf der Uhr im ersten Durchgang. Robert Lewandowski, wo ist die Anspielsituation? Die Anspielmöglichkeit. Sancho holt sich den Ball von Davis. 5 Sekunden noch. Gibt es auch einen Abschluss? Sancho zu Paco Alcacer. Klar, das muss er versuchen. Wurde nix. So steht es 0:0. Nach 3 Minuten nur einen kleinen Augenblick. Und dann geht es weiter mit der zweiten Halbzeit. So, und da sind wir tatsächlich schon wieder, der FC Bayern München in den roten Trikots. Nun von links nach rechts, das ist relativ einfach zu unterscheiden von den gelb-schwarzen Trikots der Dortmunder. 10 Sekunden gespielt und Sancho holt die erste Möglichkeit raus. Eher eine bessere Rückgabe, kein Problem für Neuer. Trotzdem zeigt es wieder, wo die Elf von Lucien Favre hier hin will. Paco Alcacer holt sich den Ball von Kimmich, aber scheitert an Neuer im 1 gegen 1. Dicke Möglichkeit. Das kann man eigentlich gerne mal verwerten. Paco Alcacer schafft es aber nicht. Hazard. Wieder Neuer. Der ist in diesem kleinen Tor unfassbar schwer zu überwinden. Gut gemacht. Und nun die Bayern mal wieder in der Ballbesitzphase. Goretzka treibt den Ball an. Lewandowski. Immerhin, Bürki hat den Ball und es geht wieder schnell in die andere Richtung. Sancho, das ist einfach überragend auf diesem Feld. Keine Atempause für beide Mannschaften nicht. Zweimal 3 Minuten durchpowern. Und das lässt doch in so einem langen Turnier auch dann mal Spuren so hinter sich. Dortmund und Bayern aber beide als Gruppenerste haben die Zwischenrunde sich ersparen können. Im Gegensatz zu Gladbach und Wolfsburg. Sodass die Power noch reichen müsste. 1,5 Minuten noch. Kristallisiert sich hier noch ein rechtmäßiger Sieger raus. Hakimi, sehr gut gemacht. Zu Hazard. Thorgan Hazard. Boah, was macht Hazard denn da? Fantastisch. Oh Mann. Nimmt da Goretzka auseinander. Überragend gemacht, Thorgan Hazard. Mein lieber Mann, 1:0 für Borussia Dortmund. Und was für ein Tor, bitte. Halten Sie sich fest. Goretzka aber kann sich auch selber gerne mal den Abschluss suchen. Hat den Schuss dafür. Versucht spielerisch zu lösen. Paco Alcacer. Noch eine Minute. Der FC Bayern hat also noch Zeit. Sollten langsam aber wieder in Ballbesitz kommen. Da ist Sancho. Neuer mit der Parade gegen Thorgan Hazard. Diesmal konnte er was ausrichten. Gegen das 1:0 nicht. Goretzka. Wo ist da die Unterstützung? Goretzka verliert den Ball an Achraf Hakimi. Hakimi im ersten nicht, aber im zweiten. 2:0. Der BVB auf dem Weg ins Finale. Vor Bayern Neuer im zweiten Versuch. 25 Sekunden noch. Das dürfte es wohl tatsächlich gewesen sein. Jadon Sancho. Kimmich gegen Hakimi. Der an den Pfosten. Sancho macht endgültig alles klar. 17 Sekunden vor dem Ende. Dortmund mit dem 3:0. Das ging jetzt hinten rum. Schlag auf Schlag. Ist in der Höhe natürlich unverdient, aber das war eiskalt. Eine richtig gute Phase und ein Traumtor von Hazard entscheidet hier diese Partie. Am Ende geht es 3:0 zu Ende. Dortmund im Finale, Bayern gegen Wolfsburg am Sonntag dann in der Partie um Platz 3.
Jo, das war dann doch trotzdem irgendwie relativ dramatisch, obwohl das Ergebnis gar nicht so aussieht. Macht euch nichts draus, liebe Bayern- und Wolfsburg-Fans. Am Sonntag gibt es auch noch euer Spiel um Platz 3, ist auch sicherlich etwas wert. Und das große Finale dann zwischen Gladbach und Borussia Dortmund. Ansonsten danke fürs dabei gewesen sein, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Adios.